Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Und dann würde ich sagen, weiter nach dem Intro. Ihr habt ja eben gerade den rechtlichen Hinweis nach meinem Intro gesehen. Wie gesagt, ich trage dafür keine Verantwortung. Wer sich das zutraut, kann es machen. Ansonsten ein Elektromeister für Rate ziehen. Ich hatte darüber ja schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben, unten, links, rechts. Steht auf jeden Fall in der Beschreibung mit drin. Den werde ich jetzt gleich einbauen. Ihr werdet dabei sein. Und das soll ja auch denn mit Alexa funktionieren. Und dann wollen wir uns das mal ansehen, wie sich das verhält oder wie das funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, werde ich das jetzt mal festmachen. So, hier bin ich an dem Objekt meiner Begierde. Das flackert ja klar wie ein LED-Licht. Aber ihr seht, es ist an. Und bitte überprüft es vorher, dass ihr wirklich die Sicherung aus habt. Ich werde sie jetzt auch einmal ausmachen. Ich hoffe, dass ich die Nebengeräusche ein bisschen unterdrücken kann. So, ihr seht, dass es jetzt aus ist. Nichtsdestotrotz bitte ich euch darum, das zu überprüfen und nicht einfach beigehen. Wenn ihr euch das nicht zutraut, dann lasst es bitte. So, dann wollen wir mal aufschrauben, beziehungsweise da reingehen. Hier könnt ihr sehen, dass alles richtig angeschlossen ist. Diese grüne LED-Leuchte leuchtet, wie ihr sehen könnt. Und ist ja beschrieben, was Input und was Output ist. Und diese, da könnt ihr auch den testen, wenn ihr diesen Taster benutzt. Und hier könnt ihr die Steuerung sehen über die Smart Life App, wie ich die Lampe ein- und ausschalten kann. Alexa, Licht an. Okay. Alexa, Licht aus. Okay. Ihr müsst erst die Smart Life App benutzen. Dann könnt ihr das Ganze einrichten und aktivieren. Ihr müsst dann auch ein Konto anlegen. Und dann könnt ihr das mit Alexa verbinden. Meine Empfehlung oder mein Tipp, ändert den Namen. Weil sonst müsst ihr was aussprechen. Also ich kann es leider nicht aussprechen, dass wir... Ja, finde ich persönlich zu kompliziert. Aber ihr seht, es funktioniert und wenn ihr euch das zutraut, dann könnt ihr es selber machen. Wenn nicht, dann lasst jemand ran, also entweder ein Elektriker oder der sich das zutraut oder auskennt, der das auch schon ein, zwei oder dreimal gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.